Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Mittwoch, den 20. September 2023. Und unser DAX ist zum Dienstag, zum Mittwoch. Ne, doch, zum Dienstag. Deutlich vorsichtiger jetzt auf der Rutsche gewesen. Nicht mehr ganz so dynamisch nach unten runtergeplätschert. Wir hatten, also wenn wir auf Tagesebene sehen, sehen wir auf jeden Fall jetzt hier einen Adochi, also eine Unsicherheitskerze, ein Ausbremsen der Abwärtsbewegung, könnte man auch so raussehen. Das hat man letzte Woche Mittwoch ja auch schon mal. Ja, wenn man das sich hier nochmal vor Augen hält. Haben wir von dort auch nochmal hochgedreht. Grundsätzlich würde das demzufolge nach auch hier einen Auftritt ermöglichen. Ein bisschen vorsichtig sollte man damit aber sein. Also ich würde auch aktiv von ihm wirklich die Signale nach oben einsehen oder sehen wollen. Denn man muss eines sagen, ab Freitag Mittag bis jetzt haben wir keine Kaufsignale gesetzt. Wir haben am Dienstag mal kurz sogar den Abwärtstrend überwunden, bekommen sogar per Pullback bestätigt. Er hat aber oben die wichtigen Barrieren nicht drüber gekriegt. Ne? Also Intraday haben wir bei uns hier kommentiert über die Updates, dass die 37 eben die wichtige Marke war. Da sollte er sich drüber etablieren und einmal auch von oben abstoßen. Das ist ihm nicht gelungen. Und demzufolge ist er immer wieder weiter auf runtere Tiefs gefallen, dann wieder kurze Erholung, dann aber wieder ein neues Tief. Und das kann er auch ewig so fortsetzen. Also der muss halt nach oben wirklich einmal einen Klack setzen, dass da wieder eine Trendumkehr reinkommt und er wieder ein bisschen Erholung freischaufeln kann. Ansonsten geht es erstmal so weiter, dass er eine kurze Erholung macht, dann wieder auf ein neues Tief abverkauft und weiterfällt. Wir können hier nochmal auf die Stundenebene runtergucken, dann sieht man das auch so ein bisschen. Also da ist kein höheres Hoch irgendwo zustande gekommen. Und macht er jetzt hier weiter, drückt vom Mittwoch einfach wieder runter. Sind die nächsten Stationen erreichbar? Das ist dann die 600 als nächstes. Dann kriegen wir hier die Zone um 550 bis 530. Das ist auch die 200-Tage-Linie. Ich denke, es stehen momentan relativ viele Long gegen die Bewegung. Sonst wird er wahrscheinlich nicht so gut fallen, wie er momentan fällt. Da unten könnte das nochmal zunehmen, sodass ich eigentlich auch einen Durchschuss erwarten würde. Ja, können wir gut vorstellen, dass er einen ganzen Tacken tiefer geht, auch eine 500 vielleicht mal noch abarbeitet, dass man dann auch hier mal die zwei Kästchen voll kriegt. Das macht er ja so und so gerne. Ja, also, dass er vielleicht das hier, jetzt könnte man sich jetzt natürlich als rotes Kästchen noch ausmalen, ja, dass er das vielleicht so in die Richtung macht. Dann sind wir hier irgendwo im Bereich um 520. Naja, weiß nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, hätte ich es euch noch nicht gezeigt. Also grundsätzlich ja, 5,20, 5,30 ist wichtig, 200-Tage-Linie, aber ach, würde fast denken, der tippt da durch. Ja, auch auf Tagessicht. Ich würde fast denken, der tippt da durch. Ein Erstkontakt ist immer wichtig, aber oft sieht man auch am ersten Tag, wo er die 200-Tage-Linie kontaktiert, dass er dann auch drunter schließt, um eben signalseitig eben bestimmte Meldung zu provozieren halt, ne? Stehen halt da, boah, DAX unter der 200-Tage-Linie seit so und so vielen Monaten. Erstes Mal wieder eine 200-Tage-Linie kommt, fällt jetzt die Jahresendrallye aus, gibt es jetzt den großen Crash und so weiter. Und das mag der Markt einfach, ne? Wenn ein bisschen über ihn geredet wird und deswegen provoziert er solche Ereignisse, wie dass man eben unter einer 200-Tage-Linie dann auch schließt. Und deswegen würde ich schon denken, dass er da durchgeht. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es vor Augen, wir haben die 600, wir haben die 550, wir haben die 530. Wissen, dass beides wichtig ist, wissen auch, dass er drunter kann, drunter haben wir die 460, darunter die 360, die 400, das sind alles schöne Anlaufstellen, die noch erreicht werden können, solange er schwach bleibt und Erholung wieder abdreht. Ne? Das heißt, dort dann im Zweifel vielleicht sogar eher den Short bevorzugen, auch wenn ich persönlich finde, dass er schon deutlich ausgebremst hat. Also das hatte ich bei uns schon im Chat auch, glaube ich, zweimal am Tag geschrieben, dass er wirklich dolle ausgebremst hat, das war nochmal ein Tief gesetzt, aber die Tiefs wurden jetzt auch nicht mehr verkauft. Ja? Das ist eine schöne Vorlage, um eben eine Trendumkehr zu erwirken, aber die muss auch kommen. Wenn die nicht kommt, dann nützt das alles nichts. Da kommt eben ein weiteres Tief, ja, und deswegen sollte man sich da vielleicht noch ein bisschen zurückhalten. Wir haben 37, ist mir persönlich eigentlich wichtig, ja, man könnte sagen 37, 47, 57 hier als Signalgeber für nach oben, würde bestimmt gut Platz hier oben bis 850, 860 nochmal schaffen. Das ist ja eine gern gespielte Zone, auch die 830 da oben, 830 bis 860 im weitesten Sinne könnte man sagen, wäre nach oben raus dann die erste Potenzialwelle, wenn er hier die 37, 57 überwunden bekommt. Ja, also da nochmal drüber, Mittwoch hier oben ausstarten und der hätte gutes Zeug, hier nochmal eine kräftige Welle auch nach oben wegzustellen, halt nochmal schön was rauszutreiben. Muss aufpassen, dass man nicht zu früh losfeuert, sonst sitzt man dann wieder unten am nächsten Tief und lässt sich ausstoppen halt. Ne? Das ist immer so das Problem, das viele haben, die können dann eben nicht warten, die wollen nicht das Signal warten, die sagen sich, ja, ah, da verpasse ich doch so viele Punkte, ne? Und dann kassieren sie wieder einen Stop-Loss und wieder einen Stop-Loss und wieder einen Stop-Loss und haben unter dem Strich dann einfach eine schlechtere Trefferqualität. Also wenn sie die Signale abwarten würden und sagen würden, na scheiß doch auf die 50, 60, 70, 80, 90, 100 Punkte, ich bin dafür dann den Rest der Strecke mit dabei. Ja, aber das muss jeder für sich finden, da muss jeder seinen Weg finden, um damit umzugehen.
Und wenn man grün am Jahresende ist, dann soll man sich bestätigt fühlen in dem, was man macht. Wenn das nicht so ist, sollte man mal drüber nachdenken. Ja, okay. Gutes Stichwort auch fürs Seminar. Ich habe gestern gesagt, ich schicke gleich die Mail danach los. Dann ist mir aufgefallen, Mensch, in der Mail habe ich ja sonst immer die Seminarunterlagen gleich mit angehangen zum Ausdrucken für diejenigen, die es zu Hause lieber in geschriebener Form noch vor sich haben wollen, wenn sie jetzt online mit teilnehmen. Und da ist mir aufgefallen, dass ich hier noch ein paar Seiten anpassen wollte, beziehungsweise schon angepasst habe, aber in dem Dokument noch nicht aktualisiert habe. Ja, dann wollte ich das machen und bin ich einfach eingeschlafen. Das tut mir ein bisschen leid, ich hatte das versprochen. Ich mache das, habe es jetzt aber heute vorbereitet, ich kriege es noch hin. Also geht dann heute raus. Es gab auch jetzt noch mal einige, die jetzt auch die Zahlung noch durchgeschickt haben, die dann heute das auch noch bekommen. Denke mal, was. Na, ein bisschen nach um 12 wird es bestimmt werden, irgendwie zwischen 12 und 1 wäre ich fertig. Hängt ein bisschen davon ab, wann der Kollege auch mal sein Passbild schickt. Das fehlt mir nämlich noch als einziges und dann kann ich dann Sack zumachen, das hochladen, die Mail fertig machen. Ansonsten Zoom-Meeting schon erstellt für 23. 24.09. Und ja, auch diejenigen, die die Aufzeichnung haben, kriegen dann von mir nachher auch nochmal eine Mail oder haben wollen, kriegen dann auch nochmal eine Mail, dass sie dann gleich frisch dabei sind. Ja. Hier gibt es nichts zu sagen. Oben haben wir gesprochen, unten haben wir gesprochen. Tagesschart, Doji, Unsicherheitskerze, deutet Trendumkehr an, ist aber noch kein Long-Signal. Ja, so kann man es, denke ich, am besten zusammenfassen. Von daher würde ich sagen, machen wir es nicht unnötig länger, als es sein muss. Machen wir zu, wünsche euch einen erfolgreichen Mittwoch. Gutes Klingen, dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.